Danke, dass du... Hey, schon gut. Das war mir wichtig. Verstehe ich doch. Jetzt, Römer, ich hole dich dann morgen Nachmittag ab, dann kannst du sie noch mal sehen. So wie du es wolltest. Bis morgen. Tschüss, Roman. Roman Zacker. Endlich hat es mal geklappt bei unserem Treffen. Ich habe ja schon nicht mehr daran geglaubt. Wir haben uns echt lange nicht gesehen, ne? Tja, Jungs, darauf trinken wir ein. Jemand zu Hause? Ich bring's ihm schnell. Roman! Du hast was vergessen. Ja. Bin ganz schön durch den Wind. Ja. Ist doch klar. Das ist rausgefahren. Veronika hat das Armband geliebt. Das war mein Geschenk zu unserem letzten Hochzeitstag. Ich wollte es eigentlich längst zur Reparatur gebracht haben. Der Verschluss ist kaputt. Hab's einfach noch nicht geschafft, zum Juwelier zu fahren. Ich schleppe das Ding schon seit einer Woche mit mir rum. Okay. Bis morgen. Da stimmt irgendwas nicht. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Nein, 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 das meine ich nicht. Ich habe Roman gerade das Armband zurückgegeben. Da hat er gemeint, er hatte schon seit einer Woche bei sich. Er wollte es in die Reparatur bringen. Ja und? Also ich bin mir fast 1000%ig sicher, dass Veronika am Donnerstag, als wir uns getroffen haben, dass sie es getragen hat. Das Armband? Ja, mir ist es aufgefallen, weil es so geglitzert hat. Vielleicht hast du noch ein zweites oder drittes. Nein, das kann nicht sein, nein. Es war ein Geschenk zum Hochzeitstag. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch. Wieso sagt er, er hat das Armband seit einer Woche bei sich? Er hat gelogen. Und was soll das jetzt heißen? Nein. Nein, das kann nicht sein. Nein, Roman hat nichts damit zu tun. Er hat ein Alibi. Er war bei seinem Bruder. Sie bestätigen also das Alibi Ihres Bruders? Klar. Was genau haben Sie und Ihr Bruder denn gemacht? Wir waren den ganzen Vormittag zusammen. Wir waren zuerst joggen gewesen, dann haben wir zusammen gekocht, gemeinsam gegessen. Bin dann so gegen 2 wieder gegangen. Wir machen das oft samstags. Und wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Schwägerin? Ganz normal. Ich habe Veronika gemocht. Ich war froh, dass mein Bruder endlich mal eine Frau gefunden hat, die es wirklich ernst meint. Wie meinen Sie das? Naja, Roman hatte immer so ein bisschen Pech bei Frauen. Die Frauen haben ihn immer ausgenutzt und er hat es nie gecheckt. Bei der Toten war das anders. Veronika war die Erste, die es wirklich ernst gemeint hat, die ihn wirklich geliebt hat. Veronika hätte ihn nie betrogen. Ach, Gerrit. Hier, habe ich gerade gekriegt. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Also, die DNA-Spuren werden noch dauern. Und auf dem Aschenbecher wurden überhaupt keine Abdrücke gefunden. Morgen. Ja, wahrscheinlich sind die abgewischt worden. Oh, ich brauche erst mal einen Kaffee, sonst bin ich gleich wieder ein. Hey, das ist meine. Hol dir selbst ein. Das ist ja anstrengend. Denkst du immer noch an die Sache mit dem Kettchen? Ich verstehe es einfach nicht. Mann. Roman kann es nicht gewesen sein. Er kann sie nicht umgebracht haben. Der wird mich doch nie anlügen. Ja, hat er aber. Ja, ich weiß, Robert, danke. Gerrit, Roman ist dein Freund, ja, aber wir müssen trotzdem objektiv bleiben. Wenn die Tote ihn betrogen hat, dann hat er ein Motiv. Und die Sache mit dem Kettchen, also, das ist mehr als komisch, oder? Vor allem, er ist schon 2-mal betrogen worden. Wahrscheinlich wollte er das nicht noch ein 3. Mal mit. Leute, Roman ist mein Freund, außerdem ist er ein Kollege.
Der macht doch sowas nicht. Er bringt Veronika nicht um. Ja, aber objektiv gesehen? Ja, objektiv gesehen. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin anderer Meinung. Fritz? Ja, wunderbar. Super, danke. Die Fahndung war erfolgreich. Die Kollegen haben den Verdächtigen aus dem Hotel. Sehr amüsant. Bitte? Ist das wohl ein Witz, ein schlechter Scherz, oder? Warum bringen Sie mich hier ohne jeden Grund her? Es freut mich ja, dass Sie Spaß haben, aber ich persönlich finde es nicht lustig, wenn ein Mensch ums Leben kommt. Ums Leben kommt? Sie haben richtig gehört. Und wissen Sie was? Sie sind einwandfrei wiederzuerkennen auf dem Phantombild. Und damit sind Sie unser Haupttatverdächtiger im Fall Veronika Kastner. Veronika ist tot? Hab sie doch gestern noch gesehen. Ach, Sie geben also zu, dass Sie gestern im Stadthotel waren. Gestern Mittag. Ja. Hatten Sie ein Verhältnis? Verhältnis? Viel mehr als ein Verhältnis. Ich habe sie geliebt. Wir waren seit über einem halben Jahr zusammen. Wie oft haben Sie sich denn gesehen? Beinahe jede Woche. Vormittags. In Hotelzimmern. Mhm. Hatte mir versprochen, sich von ihrem Mann zu trennen. Und wann haben Sie das Hotel gestern verlassen? So gegen eins. Hatte noch einen Termin, musste schnell wieder los. Aber als ich gegangen bin, war sie am Leben. Wirklich? Ja, natürlich, wirklich. Ich könnte Veronika nie was tun. Warum auch? Wie schon gesagt, ich hab sie geliebt. Ja, wie schon gesagt. Sie können erst mal gehen. Also irgendwie traue ich ihm nicht zu, dass er die Frau umgebracht hat. Ach, wieso nicht? Vielleicht spielt er also einfach nur den verliebten Idioten hier vor. Die Frau wurde zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr getötet. Und er sagt, er hat gegen 13 Uhr das Hotel verlassen. Er sagt, dass er das Hotel um 13 Uhr verlassen hat. Beweisen kann er es nicht. Ja, das Zimmermädchen weiß es auch nicht genau. Obwohl die sonst alles so gut weiß. Tja. Was eigentlich mit der Geschichte mit dem Armkettchen? Das ist alles ein bisschen dünn, oder? Wir brauchen handfeste Beweise. Naja, vielleicht kriegen wir die ja, wenn Mia die Überwachungsbänder vom Hotel gesichtet hat. Na, also, was gibt's Neues? Ja, nichts Aufregendes. Naja, also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dieses Auto stand relativ abseits in der Hoteltiefgarage am Samstag. Ja, was ist mit dem? Ja, ist mir aufgefallen, weil es ein besonderes Modell ist. Und er stand letzten Samstag auch schon da. Ja, vielleicht gehört der Wagen irgendeinem Angestellten vom Hotel. Aber wie ich dich kenne, hast du das Kennzeichen schon überprüft? Michi, kannst du... Ah ja, ne? Technik, ich Technik. Weiß. So wie ich dich kenne, hast du das Kennzeichen schon überprüft und einen Halter gemacht, oder? Klar, also im Angestellten gehört es nicht, sondern einem gewissen Roman Kastner. Wie jetzt? Ist das eine gute oder eine schlechte Info? Wie man es nimmt. Willst du was trinken? Nein, danke. Ich muss mit dir reden. Roman, du hast mich angelogen. Das Armkettchen. Veronika hat es am Donnerstag in der Bar getragen. Gerrit. Hör mir jetzt gut zu, du bist jetzt zum Hotel gefolgt. Weil du gewusst hast, dass sie dich betäubt. Nein. Und weil du es nicht ertragen konntest, hast du sie umgebracht. Du hast dir von deinem Bruder ein Alibi geben lassen. Und was die Spuren angeht, du weißt ganz genau, wie man Spuren verwischt. Außerdem, dein Wagen. Dein Wagen wurde auf den Bildern der Überwachungskameras des Hotels gesehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann einfach nicht glauben, dass du zu sowas fähig bist. Und ich habe dich die ganze Zeit auch noch in Schutz genommen. Mann, Veronika war deine Frau. Ich habe das aber nicht getan. Ich hab sie nicht. Das soll ich dir glauben? Ich sag dir, was passiert ist. Es stimmt, ich hab was geahnt. Ich hab so eine Hotelrechnung entdeckt und da bin ich misstrauisch geworden. Ich konntest du es überhaupt nicht glauben und dann hat Ole mir geholfen. Ole hat sie beschattet. Dein Bruder. Er ist Veronika in meinem Wagen gefolgt, weil er selbst keinen hat.
Und dann hat er herausgefunden, dass Veronika mich betrügt. Und? Was ist? Hat sie einen anderen? Ja, du hast recht, sie hat einen Liebhaber. Ich wusste es. Als er weg war, bin ich zu ihr. Ich habe sie zur Rede gestellt. Was hast du? Ole, so war das nicht abgemacht. Das muss ich mit ihr klären und nicht du. Ja, ich weiß. Aber ich war verdammt nochmal wütend auf sie. Ole, was hast du gemacht? Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ole hat sie umgebracht. Er hat mir erzählt, wie es passiert ist. Kannst du nicht genug von mir kriegen, ha? Huh? Du? Was willst du denn hier? Die Frage ist wohl eher, was du hier machst. Du betrügst meinen Bruder, du miese kleine Schlampe. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, ha? Huh? Misch dich gefälligst nicht in Sachen, die dich nichts angehen. Roman ist mein Bruder, verdammt nochmal. Natürlich geht mir das was an. Lass mich los! Ich hab keinen Bock, mir diesen Mist anzuhören. Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Du bist so hinterhältig. Und weißt du, was du bist? Du bist lächerlich. So ein Stück Scheiße! Mann! Raus! Verpisser! Ole ist ausgetickt. Er hat einfach nicht nachgedacht.